Der Wirtschaftsausblick auf Freitag, den 30. Oktober 2015 bei Börse Stuttgart TV. Hinter dem DAX liegt ein etwas schwieriger Handelstag. So geht es bis zum Ende um knapp 0,6% nach unten, was unter anderem auf einige DAX-Schwergewichte zurückzuführen ist. Gleich mehrere DAX-Unternehmen haben heute Zahlen vorgelegt, unter anderem auch die Deutsche Bank. Die Fakten vorweg, die Deutsche Bank muss auch im abgelaufenen Quartal einen Milliardenverlust hinnehmen. Doch für viele Beobachter viel entscheidend war die Tatsache, dass erstmals John Crine tatsächlich auch auf einer Bilanzpressekonferenz vor Ort war. Und was er zu berichten hatte, dürfte nicht jeden erfreuen. So wird die Dividende für 2015 und 2016 komplett gestrichen. Das bedeutet für die Aktionäre der Deutschen Bank, dass es erstmals seit den 50er Jahren keine Gewinnausschüttung geben wird. Zudem will die Deutsche Bank rigoros sparen. Im Zuge dessen sollen in den kommenden Jahren bis zu 15.000 Stellen wegfallen. Für die Aktie geht es entsprechend auch steil nach unten. Die Aktie verliert zwischenzeitlich in der Spitze bis zu 8% an Wert. Zahlen vorgelegt haben heute anderem auch die Bayer AG oder Deutsche Lufthansa. Beide Zahlen lagen jeweils über den Erwartungen von Analysten. Dennoch geht es für die Aktie der Deutschen Lufthansa heute ebenfalls steil nach unten. Die Aktie verliert in der Spitze bis zu 9% an Wert und ist somit auch größter Verlierer im deutschen Aktienindex. Allerdings darf man nicht vergessen, dass die Anteilsscheine der Lufthansa AG zuletzt zu den absoluten Top-Performern am deutschen Aktienmarkt zählten. Auf Monatssicht konnte die Aktie zuletzt um satte 22% zulegen. Insofern heißt es heute für viele Anleger Sell on Good News. Schauen wir auf den morgigen Handelstag. Es geht los gegen 8 Uhr, wenn die Einzelhandelsumsätze für den Monat September aus Deutschland auf der Agenda stehen. Hier rechnen Experten mit einem leichten Anstieg von 0,4%. Weiter geht es dann gegen 11 Uhr, wenn gleich verschiedene Daten aus dem europäischen Wirtschaftsraum zur Veröffentlichung anstehen. Unter anderem die Arbeitslosenquote für den September oder auch die Verbraucherpreise für den Oktober. Insbesondere bei der EZB wird man in Bezug auf die Verbraucherpreise ganz, ganz genau hinhören. Gegen 13.30 Uhr stehen schlussendlich noch die Konsumausgaben, ebenfalls für den Monat September aus den USA, auf der Agenda. Hier rechnen Experten mit einem leichten Anstieg um 0,2%. Zuletzt geht natürlich auch die Berichtssaison in die nächste Runde. Quartalszahlen vorlegen werden morgen unter anderem die Airbus Group, Anheuser-Busch, BNP Paribas oder auch die beiden Ölgiganten Chevron und ExxonMobil. Wir bei Börse Stuttgart TV wünschen Ihnen auch für morgen einen erfreulichen Handelstag und einen schönen Abend. Machen Sie es gut.